Moin, meine Lieben und willkommen zurück zur Formel 1. Heute mit dem großen Preis von Kanada. Rein geht's in unser nächstes Karriererennen. Auf ein gutes. Hui. Wir sind dran an Norris. Die Top 8 sind sehr dicht beisammen, das ist krass. Und Sainz gerade auf Pole-Kurs. Dezent anders als in der Realität. Ui. Habe ich mich ein bisschen verbraked. Ich habe ein bisschen mehr Flügel dabei als die KI wahrscheinlich. In der letzten Schikane Zeit verloren. Schade. P12 ist okay. Aber immerhin zwei Plätze vom Teamkollegen und eine Zehntel trennt uns beide. Und ja, wir sehen auch, wie eng es sonst ist. Sergio Perez auch nur 200stel vor mir. Giovinazzi eine 1000stel hinter mir. Alter Falter. Ja, und ganz vorne die Top 5, Top 6 innerhalb anderthalb Zehntel, die Top 7 innerhalb von 2 Zehntelsekunden und dahinter dann auch schon Ricciardo. Ja, also crazy, wie knapp das hier alles ist. Die beiden Ferrari jetzt mit einer Doppelpole. Rangliste. P1, Vettel, 6 Punkte vor Max Verstappen, 7 Punkte vor dem Dave. Dahinter dann Carlos Sainz mit 50 Pünktchen und ja, die Lücke ist da ein bisschen größer, aber die werden wahrscheinlich ein bisschen aufholen, die Ferrari zumindest. 26 Punkte Vorsprung haben wir aktuell zu Alpha Tauri in der Konstrukteursmeisterschaft, das ist auch ein bisschen das Ziel, da vorne zu bleiben. Und Mercedes, da läuft es eh immer super schlecht, auch das ist ein Ziel, dass wir da vorne bleiben, auch wenn es vielleicht, zumindest wenn es so wie in der Realität laufen würde, wie es zumindest im letzten Jahr war, eigentlich keine Chance geben sollte gegen dieses Team. Aber gucken wir mal auf die Performance-Tabelle und dann gehen wir ins Rennen. Wir haben tatsächlich auch einen großen Schritt nach vorne gemacht und sind jetzt minimalst vor McLaren dabei. Und ganz vorne unverändertes Bild, hinter uns weiterhin unverändertes Bild. Also insgesamt McLaren und Haas, die sich hier so ein bisschen auf die 12 geben. Der Rest ruht da ein bisschen. Und jetzt ist aber keine Zeit zum Ruhen angekommen, sondern jetzt wird gepusht in 35 Runden Kanada. Der Renningenieur legt uns eine 2-Stop-Strategie nahe, deswegen werden wir die auch fahren. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Rennen auf ein gutes in Kanada. Aber wir starten von P11. Guter Start von Mick. Oh, da ist ein Red Bull rausgedreht worden. Das könnte Fahrer wie im Platz 2 sein nach diesem Rennen. Damit plus minus eine Position beim Start, oder? Ja. Null, meine ich. So, ist der Frontflügel noch heile? Okay, ja. Sonst würde er nicht über die Reifen reden. Sehr schön. Ja, guter Start. Also Haas auf 10 und 11. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Der Red Bull ist zwar direkt am Feld dran, aber ui, das wird erstmal gekostet haben. Alter, okay. Send it. Alter! Oh! Gott, fast die Kontrolle komplett hier verloren. Ich will eigentlich eher hinter Mick bleiben jetzt. Sieht gut aus. Wir bleiben auch vor Giovinazzi. Das ist super alles. Wir haben Ferrari auf 1 und 2. Red Bull hinter McLaren sogar. Krass. Bin dran an Mick. So, jetzt ist natürlich die Chance, da hier zu überholen. Mag es aber nicht vor der Schikane zu überholen. Ja, er setzt schon zu verteidigen an. Bleib doch vorne einfach, Mick. Fahr doch die Ideallinie weiter. Weil jetzt verlieren wir beide halt Zeit zu den Alpinen. Hm? Bin noch nicht vorbei. Schade. So, hoffentlich bleibt er im DRS-Fenster, weil sonst hätten wir jetzt den Anschluss ein bisschen verloren zu den Alpinen. Das wäre nicht gut. Mick jetzt auf jeden Fall ohne DRS.
Zumindest eben gewesen. Vielleicht hat er jetzt wieder DRS. Er ist auf jeden Fall nah genug dran jetzt an den Alpinen. War er es auch beim Messpunkt? Nein, war er nicht. Damit sollte es tatsächlich ein leichtes werden. Vielleicht sollte ich sogar schon vor der Schikane überholen. Bleib dran, Mick. Bleib dran. Absolute Bestzeit im letzten Sektor. Und jetzt geht Giovinazzi auch noch vorbei. Ja, deswegen mag ich es eigentlich mehr in der nächsten Kurve zu überholen, weil dann kann niemand direkt mitziehen. Aber Mick bleibt da vorne, sehr schön. Vielleicht kann ich die Alpine ein bisschen in den Kampf verstricken. Die gar nicht so weit weg sind von, ich glaube, Lewis Hamilton. Der hat sich zumindest hinten qualifiziert von den beiden Mercedes. Da ist sogar noch Pierre Gasly da vorne. Also, schon geil. Oh, da vorne wird gekämpft. Irgendein Ferrari ist gerade im Fight mit einem anderen Auto. Ich konnte es nicht identifizieren jetzt auf den ersten Blick. So, hier kann ich vielleicht den Alpine so angreifen, dass Mick direkt rankommt. Denn der Alpine hat zwar DRS, aber super wenig Windschatten. Da vorne wird richtig gekämpft. Da gehen wir vorbei. Mick ist jetzt auf 18. dran am Alpine. Sehr schön. Und der Ferrari verliert da mächtig... Doch nicht Positionen. Das ist wohl der McLaren, den ich dann identifiziert hatte. Und Lewis Hamilton wird von Sergio Perez angegriffen. Meine Güte, aber das ist nicht Sergio Perez in einem Red Bull, sondern Sergio Perez in einem Alpine. Ui, und das ist unfassbar. Der Alpine geht hier vorbei am Mercedes und Dave kann damit durchschießen. Hamilton chancenlos. Ja, so muss er sich wahrscheinlich auch im Imola-Sprint angefühlt haben. So muss er sich im Imola-Sprint angefühlt haben. Oh nein, nicht das 3-Wide mit Mick. Okay, Mick kommt durch und Mick ist auch vorbei an Lewis Hamilton und auch vielleicht an Russell. Was geht ab? Hoffentlich war er beim Messpunkt hinter Russell. Dann hat er jetzt DRS, das wäre insane gut. Und wir sind wieder dran. Ja, und erneut sage ich... Wir sind nicht am Überperformen hier gerade. Ich weiß, es wird immer wieder auch in den Kommentaren erwähnt und... Oh Gott, ich muss niesen. Egal, erklären wir gleich. Red Bull an der Box und Sainz auch. Bin jetzt dran an Sergio Perez. Ja, immer wieder gibt es diese Diskussion auch in den Kommentaren und ich habe irgendwie nach und nach ein bisschen das Gefühl, dass die Leute dann leider auch nie zuhören. Egal, ich wage trotzdem noch einen Versuch. Der einzige Grund, warum ich jetzt vorne hier bei einem... Mercedes oder so mit dabei bin, ist, dass die hier gerade massiv viel gefightet haben. Das ist der absolut einzige Grund, warum wir hier gut mithalten können, meine Güte. Und grundsätzlich sind wir halt auch nicht overpowered, weil, klar, wir haben Hamilton hinter uns. Wir haben schon ein paar Mal Red Bulls besiegt. Und ja, ich bin auch grundsätzlich jetzt wieder auf dem besten Weg, einen Red Bull anzugreifen. Aber... Alpha Tauri, die halt in der Performance-Tabelle viel weiter hinten sind, die sind halt auch gerade sehr, sehr gut. Schaut mal, wo Gasly ist. Beschwert euch darüber, dass Gasly die niedrigste, zu niedrige KI-Stufe drin hat. Ist ja auch keine Kritik, die ich höre in den Kommentaren und vielleicht sollten wir das immer so ein bisschen in einem Gesamtkontext sehen. Jetzt aber erstmal vorbei an Perez. Weiter so. Bottas ist hier, glaube ich, sehr langsam gerade. Also Mercedes ist eh so slow hier in der Karriere, das ist unglaublich. Und der Ferrari geht an die Box. Oh, mein Stopp war auch in dieser Runde eigentlich. Das ist nicht gut. Warte mal. Runde 9 bis 12, ja. Ich glaube, ich hätte in dieser Runde reingehen sollen. Ich hatte Jeff zumindest gesagt, ja, ich möchte in Runde 9 und nicht in 11, wie er es mir vorgeschlagen hatte, an die Box fahren. Und Carlos Sainz hat eine 1:10:5. Krass. Also jetzt ist die Ferrari-Pace, die in der... in dem... Performance-Graphen drin eingezeichnet war, tatsächlich auch mal auf der Strecke angekommen. Ferrari hatte im letzten Rennen einfach nur ein bisschen Schluck auf. Und die Top 3 gehen jetzt auch an die Box und damit führen wir das Rennen an. Ich hätte diese Runde auch schon reingehen können, aber ich glaube, jawohl, Mick geht ebenfalls rein, deswegen, ich wollte nicht, dass er auch nur eine Zehntelsekunde verliert, weil er hinter mir herfährt. Und die beiden Aston Martin fahren auf Medium-Reifen. Das könnte interessant werden, was die für einen Effekt haben auf den Rest des Feldes. Und Charles Leclerc ist auf Mediums jetzt, während Carlos Sainz tatsächlich von Soft auf Soft gewechselt ist.
Auch da haben wir bei Ferrari jetzt unterschiedliche Strategien. Und Carlos Sainz, der wird vielleicht die Pace nicht maximal gut abrufen können, denn der hat gleich die Aston Martin vor der Nase. Und ich fahre einfach mal ein, zwei Ründchen weiter. Vielleicht kann ich sogar einen Einstopp draus machen, weil ganz ehrlich, wir sind bei 40%. Oh Gott, 40% hinten links. Auch wenn es gerade ein bisschen unruhig wurde, das Auto. Insgesamt fährt es sich dann doch ganz gut. Und Charles Leclerc ist direkt an Carlos Sainz dran, der seinerseits nicht an Yuki Tsunoda im Aston Martin vorbeikommt. Der hat aber auch DRS von Latifi. Heißt, der kann sich auch sogar ein bisschen verteidigen. Und meine Zeiten droppen gerade kaum. Also das ist eigentlich ganz schön. Latifi bleibt hinter mir mit einem recht konstanten Abstand gerade. Und ich kann vielleicht sogar so ein bisschen auf den Safety Car hoffen. Ich habe gerade mal geschaut, 19,1 Sekunden Rückstand hatte gerade Mick Schumacher zu mir. Und jetzt sind es... Okay, 17,3. Hat da ordentlich aufgeholt. Ja... Das war jetzt unerwartet. Das ist vielleicht doch nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Schade. Und Tsunoda ist jetzt an der Box und Latifi wird gleich auch reinkommen. Und Carlos Sainz erneut an der Box. Charles Leclerc war da direkt dahinter. Ja, also Sainz konnte die Softs gar nicht ausfahren. Das hat sich nicht gelohnt. Ich glaube, der wird jetzt auch auf harten Reifen eher unterwegs sein als auf Mediums. Ja, und für mich persönlich hat sich die Strategie, glaube ich, auch nicht wirklich gelohnt, weil ich bin jetzt 5,5 Sekunden etwa vor Bottas und Gasly, die gerade Plätze getauscht haben wieder. Gasly war davor vor Bottas. Und für mich lohnt es sich, glaube ich, überhaupt nicht, weil ich war ja in dieser Gruppe mit dabei. Und ich bin halt jetzt schon eingeholt worden von denen. Und das, obwohl sie einen Stopp mehr haben als ich. Das heißt, wenn ich jetzt an die Box gehe, werde ich halt ordentlich zurückfallen. Ja, und dann werden die nach ihren Boxenstops wieder wahrscheinlich nur einen Ticken Rückstand haben, vielleicht sogar gar keinen. Also schwieriges Szenario hier gerade. Stand jetzt hat es mir, glaube ich, nicht wirklich was gebracht, aber wir gehen jetzt an die Box und holen dann die Medium-Reifen ab. Mal gucken. Okay, schauen wir mal. Charles Leclerc ist jetzt also wieder in Führung. Jetzt kommen Bottas und Co. vorbei. Da wird auch gleich die ganze Gruppe inklusive Mick vorbeifahren. Ich hoffe, ich komme vor dem McLaren und vor dem Alpha Tauri wieder raus. Nee, tue ich nicht. Oh, dahinter ist ein Red Bull. Und Sainz direkt wieder hinter den Aston Martin. Boah, ganz knapp vor Max Verstappen. Die Frage, wie schnell der ist, wenn er von sich aus sehr, sehr flott ist und vorbeikommt. Mir ein bisschen Windschatten spendet, DRS gibt und so. Könnte er theoretisch vorbeifahren. Ich werde mich da nicht groß verteidigen, aber natürlich muss er auch dafür erstmal schneller sein. Und aktuell wirkt es nicht so, als wäre er deutlich schneller. Er hat auf jeden Fall die älteren Medium-Reifen drauf. Das ist halt jetzt vielleicht der kleine Vorteil, den ich aus dieser Strategie noch rausziehen kann. Jetzt habe ich halt gerade mal die frischen Medium-Reifen drauf. Das heißt... Mal so in diesem, Fernvergleich zu Bottas. In diesem Fernduell könnte ich den Abstand jetzt erhöhen nach deren Boxenstops von, sagen wir mal, 5 Sekunden auf vielleicht 6 oder 7 Sekunden. Das wäre cool. Und wir haben ein Motorproblem. Vielleicht wird das alles bald kein Thema mehr sein, wo wir hätten landen können und sonst was. Na, hoffentlich schaffen wir es ins Ziel. Das wäre ein bisschen belastend jetzt. Nein. Hä? Oh, Motorenprobleme drin. Okay, wir haben Motorenprobleme, aber es ist sofort wieder weg gewesen. Ich habe keinen Plan, was da gerade abgeht, aber ich bin sehr, sehr froh, dass es wieder weg ist, das Problem. Und wir sind weg von Verstappen. Darüber bin ich natürlich auch sehr happy gerade. Sehr schön. Wir kommen immer näher ran an Giovinazzi und Ricciardo. Hoffentlich erst dann so richtig, wenn die an die Box gehen. Gelbe Flagge vor uns. Eines der Autos ist in der Haarnadelkurve langsamer geworden. Und ist jetzt wieder schneller. Okay. Keine Ahnung, was da los war. Ich habe DRS. Sauber. Weiter. Oh, und ein McLaren ist raus. Okay. Oh, und ein Hamilton ist, glaube ich, langsamer. Ein Hamilton.
Der eine Hamilton ist gerade langsam, der andere vielleicht nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist da vorne los? Irgendwas passiert. Viele Duelle und Co. Oh je, Mine. Ja, dadurch sind wir zwar direkt dran zu dieser ganzen Gruppe. Ab Lewis Hamilton, also ab P4, machen wir jetzt gigantischen Abstand gut. Und ich würde auch Pierre Gasly noch reinzählen, vielleicht, ja, weil der hat auch viel Zeit zu Bottas verloren. Aber zu Bottas und zu Charles Leclerc werden wir auf jeden Fall Zeit verlieren. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt erneut. Und das ist jetzt, glaube ich, das letzte Mal, dass ich über dieses Thema reden werde. Hoffentlich. Und wer es dann immer noch nicht verstanden hat, okay, äußert die Kritik auf Basis der Endergebnisse, aber guckt euch vielleicht auch trotzdem mal an, wie die Endergebnisse zustande kommen. Ich werde wahrscheinlich wieder P4 oder P3. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt gerade super viel Pace abrufen konnte oder sonst was. Sondern einfach nur damit, wie die kämpfen und was daraus resultiert. Und die kämpfen gerade so viel anders, als sie es in den ganzen zahlreichen Saisons vorher gemacht hatten. Wo ich 10 Saisons dafür gebraucht habe, überhaupt mal einen WM-Titel in diesem Spiel zu holen. Hätten die es mal früher so getan, dann hätten wir ein paar Titel früher mehr geholt. Ja, aber wie gesagt, es ist nicht die reine Pace, dass ich jetzt gleich auf P4 landen werde oder auf P3. A new strategy is available on the MFD. Ich werde mich nicht mehr mit Strategien beschäftigen, Jeff. Oh, er verbremst sich. Ja, genau, lenk ein, obwohl ich schon vorne bin und innen und total am Apex bin. Aber wir sind vorbei an Ricardo und damit sind wir in den Top 10. Ach nee, waren wir schon vorher. Wir sind auf P9. Hinter Mick. Oh, und da wird gefightet. Ja, und damit können wir hier easy peasy vorbei an Mick. Bin dran am Alpinen. Wundervoll. Und Mick hat aber auch nur eine Position zu mir verloren. Das heißt, plus minus hat Haas jetzt keine Punkte verloren gerade innerhalb dieser Chose. Ah, komm schon. Schnell vorbei an Gasly hier. Nee, Perez. Bin schon gewohnt, dass es bei Alpine immer Gasly bei mir in der Karriere drin sitzt. So, sein Exit ein bisschen vermiesen hier. DRS abgreifen und jetzt kann ich hier auch vielleicht sogar zum Überholmanöver direkt ansetzen. So macht man das übrigens, Ricardo. So macht man das, dass man ohne Kollision hier durchfährt. Nächster Stopp, George Russell. So, und jetzt probiere ich hier mal ein bisschen aus dem DRS rauszubekommen. Oh, Windschatten vielleicht an Mick noch geben. Die gehen vielleicht auch beide an die Box. Nee, tun sie nicht. Einer von beiden tut's und es ist Sergio Perez. Und Charles Leclerc ist ebenfalls an der Box gewesen. Charles Leclerc kommt jetzt wieder raus. Bin ich etwa wieder vor Charles Leclerc oder was? Are you serious? Ich bin vor Charles Leclerc. Und Mick muss jetzt gegen Charles Leclerc kämpfen. Und er kämpft! Mick vor Charles Leclerc und jetzt nutze ich erstmal kein DRS, um Mick direkt in meinem... kein ERS, um Mick im DRS zu halten. Oh Gott, diese Buchstabensalat-Suppe. Verwirrend. Ich muss aber. Ich muss pushen. Mick kommt eh nicht in mein DRS-Fenster mehr rein. Schade. Da ist Charles Leclerc schon vorbei. Mick wird eh jetzt gleich reingehen. So. Pushen, pushen, pushen. Charles Leclerc werde ich eh nicht hinter mir halten können, aber dafür hoffentlich dann Pierre Gasly und Valtteri Bottas. Das sind die beiden Namen, auf die ich schauen muss. Die haben ab jetzt frischere Reifen. 5-6 Runden frischere. Nach den Boxenstops habe ich zu Valtteri Bottas quasi plus minus 0 Sekunden. Ich glaube, der wird mich im Laufe des Rennens noch kriegen, weil ich hatte frischere Mediums und er ist trotzdem nicht weiter weg jetzt. Und jetzt hat er Nicolas Latifi überholt, also der wird hier, glaube ich, relativ schnell rankommen. Die einzige Möglichkeit, Bottas noch hinter mir zu halten, ist schnell Charles Leclerc vorbeiwinken und versuchen, im Windschatten zu bleiben. Und dadurch vielleicht schnellere Zeiten fahren, als ich sie sonst könnte. Und Bottas fährt gerade irgendwie ein bisschen langsamer. 5,6 Sekunden Rückstand. Charles, aber nicht hier überholen, bitte. Okay, dann mach das. Ja, mach, komm. Genau, unerlaubtes Überholmanöver. Ich war vorne, bin vorne geblieben und das war ein unerlaubtes Überholmanöver. Ja, das hat leider jetzt sehr viel Zeit gekostet. Egal. Push, push. Also Stand jetzt funktioniert es super mit dem Hinterherfahren gegen Charles Leclerc.
Ich fahre sogar persönliche Bestzeiten. Kann hier einfach unfassbar gut dranbleiben. Der Abstand zu Bottas bleibt bei etwa 3 Sekunden. Gasly müht sich damit Nicholas Latifi ab. Alle dahinter, ja, mussten, glaube ich, gerade erstmal am McLaren vorbei. Da fighten der McLaren und der Red Bull. Das dürfte Sebastian Vettel sein, gegeneinander. Und dadurch bleibt das Feld gerade so zerstreut, wie es davor schon war. Und ja, ich bleibe gerade auf P2. Das ist nicht schlecht. Zusammenarbeit von Ferrari und von Haas. Jetzt wird's zu viel, sagen verschiedene Formel 1 Teams. Jetzt helfen sie sich schon auf der Strecke aus. Und wir haben Virtual Safety Car, weil Lando Norris aus dem Rennen ausgeschieden ist. Eieiei. Okay, das wird jetzt interessant. Was passiert nach dem VSC? Wird Charles Leclerc mir dann sofort wegziehen? Weil das war bis jetzt für mich der Grund Nummer 1, warum ich hier immer noch den Abstand zu Bottas aufrechterhalten konnte. Ich bin nie nah genug rangekommen, dass ich da wirklich eine Attacke wagen könnte gegen Charles Leclerc. Vielleicht schaffen wir das sogar zum Ende hin nochmal. I don't know. Aber Stand jetzt sind wir halt eben ganz gut mit dabei und könnten hier P2 weiterhin halten. Währenddessen mittlerweile Sebastian Vettel auf der 5 ist, näher rangekommen ist an Pierre Gasly. Aber wir würden die WM-Führung wieder übernehmen. Es ist unglaublich. Und es ist ein richtiges Safety Car jetzt geworden. Och nö! Der Abstand zu Bottas ist genullt und Hamilton ist raus! Hamilton ist raus! Der Boy hat mittlerweile echt kein Glück mehr mit Safety Cars, ne? Also das ist echt unglücklich für ihn jetzt. Oh nö, Alter, das tut jetzt weh. Jetzt wird Valtteri Bottas wahrscheinlich in der letzten Runde einfach vorbeiprügeln, was das Zeug hält. No! Und das Safety Car geht auch noch in dieser Runde rein. Das heißt, ich muss mich 2 Runden gegen Bottas verteidigen. No, Alter, nicht gut. Okay. Auf ein neues. Schade, Claire zieht mir sofort ein bisschen davon. Aber jetzt sind wir dran! Das wäre nur in der Kollision geendet. 4 Zehntel Rückstand. Bottas direkt hinter mir. Oh oh. Jetzt mache ich kleine Fehlerchen. Nicht gut. 1 Sekunde plus zu Charles Leclerc und jetzt ist Bottas dran. Ui, was war das denn? Der hatte ja wohl genug Platz. An denen ist nicht so cool. Das ist kein GT-Sport hier. Aber wir bleiben vorne. Sehr schön. Und jetzt kämpft auch noch Pierre Gasly gegen Valtteri Bottas. Nice. Oder auch nicht. Ich habe aber auch ein bisschen Glück im Unglück, denn Valtteri Bottas wird kein DRS bekommen für die letzte Gerade vor Startziel und auch nicht für Startziel. Oh Gott. Ja, aber man sieht halt auch, kaum gibt es kein DRS, schon wächst der Abstand zu Charles Leclerc auf 3 Sekunden an. Und Valtteri Bottas, 6 Zehntel Rückstand. Halten wir hier die Position oder halten wir sie nicht? Das ist jetzt hier die Frage. Und es sieht gut aus. Das ist P2. Ja, Mann. Geiles Ding. In 2 Runden konnte Charles Leclerc 3 Sekunden seinen Abstand vergrößern. Gut, ein bisschen was musste ich auch einbüßen, weil ich gegen Bottas gekämpft habe. Aber trotzdem, sagen wir mal, mindestens 2 Sekunden sind mir weggezogen. Das heißt, er ist pro Runde 1 Sekunde schneller gewesen. So, und eine Sache ist insane. A, Mick holt mehr Punkte als Max. B, Dave holt mehr Punkte als Sepp. Bedeutet, wir holen tatsächlich sogar zu Red Bull insgesamt in der KWM auf. Aber noch wichtiger als das, wir übernehmen die Führung in der Fahrermeisterschaft. Und Mick Schumacher verbessert sich und zieht an Sergio Perez vorbei. Hat jetzt 9 Punkte auf der Uhr. Und Ferrari mit ihrem Sieg, die haben da in der KWM, glaube ich, den Abstand sogar noch ein bisschen vergrößert. Aber insgesamt haben wir nur 11 Punkte Rückstand dort. 35 Punkte Vorsprung zu AlphaTauri und
42 Punkte Vorsprung zu Mercedes. Das sind die zwei wichtigen Teams, die es hier in dieser Saison zu schlagen gilt. Und wir haben sowohl die besseren Einzelplatzierungen zu Mercedes geholt. Ja, wir haben 22 Punkte geholt, Mercedes nur 15, Hamilton ist ausgeschieden. Und Pierre Gasly habe ich besiegt quasi und Giovinazzi wurde von Mick besiegt. Sehr, sehr coole Geschichte. Und damit gehen wir nochmal ins Hauptquartier und lassen uns mächtig feiern. Übrigens sei sich auch mal die Szene betrachtet, denn Valtteri Bottas greift hier an und wir berühren uns nicht mal. Also es gab wirklich nicht mal eine Berührung in dieser Situation. Er fährt einfach nur innen sehr weit über den Curb und muss dann halt das Auto irgendwie abfangen, weil er einen Quersteher hat. Crazy. Und wir bekommen sogar noch ein Update für die Treibstoffeffizienz. Nächstes Rennen ist dann Paul Ricard. Da bin ich mal gespannt drauf, ob wir da gut mithalten können. Und beim Motor sehen wir leider jetzt auch nicht, wo genau wir stehen, weil diese ganzen Balken hier blöderweise nur sichtbar sind, wenn du ein neues Upgrade entwickeln möchtest. So. Ach, schade. Andere Upgrades können wir hier auch nicht mehr starten. Aber wir können auf die Performance-Tabelle gucken. Wir sind immer noch vor McLaren. Alles gut. Und darüber hinaus, ja, haben wir einen Punkt mehr als das nächstbeste Auto. Das ist doch immer noch geil, ey. Immer noch verrückt. Und wir haben tatsächlich jetzt zwei neue Upgrades für die Zuverlässigkeit bekommen. So, und jetzt können wir auch mal diesen Mythos debunken. Die Zuverlässigkeit zählt nicht zu der Fahrzeugperformance, weil sonst wären wir hier nicht hinter McLaren zurückgefallen. Und ihr werdet in der nächsten Folge sehen, nee, Moment, die Treibstoffeffizienz ist ja jetzt angekommen. Wir werden dann einen kleinen Schritt machen, aber keinen großen Schritt. Und außerdem werden wir jetzt nicht mehr groß was entwickeln können. Die Bremsen entwickle ich mal nicht weiter, weil das ist etwas, was das Bremsverhalten des Autos sehr, sehr nervös macht. Ja, und dann gehen wir mal hier weiter in die Verbesserung. Warte mal, MGUH oder Getriebe. Getriebe brauchen wir nicht. Ist gut. Das funktioniert bei uns auch so. So, und damit, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne auch noch oben da gerne ein Abo raus, wenn wir beim nächsten Video dabei sein. Aktuell einmal nur wöchentlich, immer Freitag um 18 Uhr, dann F1-Karriere. Checkt den Infopost unbedingt aus, denn da erfahrt ihr, warum aktuell so ein bisschen weniger Videos kommen und was Sache ist. Und bald bin ich wieder mit kompletter Stärke wieder da. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst.